meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir und den Dino und... Hi Leute, grüßt euch! ...auf Klein-Neudorf, nicht so, wie ich es in der ersten Woche geschrieben habe, kann ja mal Klein passieren. Klein-Neudorf. Klein-Neudorf, so. Ja, ich hab aufgeschrieben. Also, okay. Ja, auf jeden Fall, es gibt eine kleine Änderung und zwar mussten wir einmal den Case Puma rausnehmen und die zwei Glasdrescher, weil, ja, das... Irgendwie hat das hier drinnen im LS so eine Angewohnheit, dass irgendwie die Glasdrescher immer irgendwelche Fehler verursachen. Und diesmal war es wieder so, dass der Tino einfach mal so die Hälfte der Fahrzeuge nicht mehr sehen konnte. Auch Randy und, nicht. Und also, doch, Randy konnte ich auch nicht sehen. Achso, ja, er konnte mich dann auch nicht sehen. Und nachdem die Glasdrescher weg waren, ging es auf einmal wieder. Deswegen sind wir jetzt umgestiegen auf diese, von Case halt wieder. Allerdings auch das kleine Problem haben, die Map ist halt einfach ein Stückchen zu klein. Wir müssen das alles so ein bisschen hin und her schaukeln, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das denke ich auch. Was natürlich jetzt auch die Frage erübrigt, viele hatten nach diesen Case-Dreschern gefragt, ob man die in die Videobeschreibung schmeißen können, den Mod. Habe ich natürlich gelesen, aber allerdings, wie gesagt, wenn die so fehlerhaft sind, dann mache ich das eigentlich nur ungern, deswegen... Nehmt's mir nicht übel. Wenn nicht, schaut auf Modhoster vorbei oder so, da findet ihr die auf jeden Fall. Aber bei uns machen sie halt nur Probleme und Fehler, deswegen ungern in die Videobeschreibung. Wirklich ungern. So, und ich muss jetzt mal sehen, ob der Zaun hier eine Collie hat, weil ansonsten komme ich nicht an das Schneidwerk. Aber ich denke mal, der hat eine. Oder ich kann es doch nur keine. Zurücksetzen lassen. Nee, hat keine. Hat keine. Ja. So. Zurücksetzen lassen. Plus der Zurücksetzpunkt ist halt hier sehr. Naja. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ich hier hin, wo ich hier hin muss. Darüber. Römer Körfeld einsäuft, ach, davon ist der Hof, wir sehen. Ja. Weiter geht's mit Klein-Neudorf. Ich find's schön, dass es euch so gut gefällt. Die Klicks, die Likes und so weiter sind ja atemberaubend. Ja. Atemlos. Atemlos. Durch die YouTube-Nacht, ja. So. So, und es geht tick, tack, tick, tack. Noch zwei Tage bis zur GC, Baby. Ah ja. Ja, die Uhr läuft. Ja, und Randy ist auch ein Jahr älter. Leider nur noch nicht zur Aufnahme. Deswegen müssen wir uns da, nee, da können wir jetzt nichts dazu sagen zu Randys Geburtstag. Geht einfach nicht, weil er hat ja noch nicht Geburtstag gehabt, während wir das aufnehmen. Ja, das ist aber auch ärgerlich. So, hast du jetzt normales Dresch, also Mähwerk an dem anderen? Ich hab jetzt Mais. Ich hab zweimal Mais und dann haben wir jetzt noch Geldressourcen für normale Schneidwerke. Das Problem ist, die von Case gibt 10 Meter und es gibt 13 Meter. Mhm. Mehr hat Case ja nicht zur Auswahl. Das 13 Meter können wir zwar ohne Probleme hinten dranhängen. Sag mal, wo sind denn unsere Anhänger? Die stehen beim Häcksler. Ah ja. Ah ja. Und wir häckseln jetzt erstmal weiter. Dann kümmern wir uns später um die Maschine hier. So, ich überlege noch gerade, wo der Häcksler steht. Sitzt du drin im Häcksler? Ich sitze drin im Häcksler. Ah ja, also da hinten. So, hier können wir querfeld einfahren. Hier ist schon alles weggedroschen und abgeerntet. Alles kein Problem. So. Jawohl, da vorne. Am zweiten Hof haben viele geschrieben, werden die Abladestationen in einer Halle drin. Okay, dann ist das die Halle, wo wir nicht rein konnten, weil uns der Map-Door-Trigger gefehlt hat. Genau. Ich bin mir jetzt nicht mal so sicher, ob ich überhaupt den Map-Door-Trigger jetzt mit drin habe. Also er ist wohl jetzt Mod-Paket mit drin, aber aktiviert ist, weiß ich nicht. Rückwärts. Steuerung, genau. Ja, Umschalt rechts erstmal drücken, ne? Du kannst den großen, an den großen ganz hinten sogar noch den kleinen dranhängen, hab ich vorhin ausprobiert. Da kannst du die gleich alle mit zweimal wegschaffen. Hm. Da hat er mal ein bisschen, naja, da brauchen wir ein bisschen, bis er angefahren. Bis er anfährt. Richtig. Ja. Und ja, ihr seht richtig, meine Haare wachsen langsam wieder nach. Es fühlt sich auch schon gar nicht mehr so beschissen an wie vorher. Ist eigentlich unglaublich, wie schnell die nachwachsen. 1,5 cm im Monat, sagt man, glaube ich. Echt? Hm. Ja. Kommt mir bei mir mehr vor. Ich kann ja, du siehst halt nur viel mehr, weil anderthalb, von 0 auf 1,5 ist eine Menge. Also. Ja. Alter Schwede, das Ding, das ist ja belastend, ey. So, komm, gib Gas.
Ja, aber mehr drüben, ich muss erst mehr drüben. So. Wie schnell fährst du? Ich fahr 10. Das ist das ungünstig. Das war dein Hänger. Also mit dir noch umlenken oder so ist ungünstig. Oh doch, das geht schön. Jetzt. So, aber da habe ich jetzt. Habe ich jetzt zweimal gehäckselt oder einmal gehäckselt? Du hast zweimal gehäckselt. Das eine, das habe ich beim letzten Mal hinten dran geschmissen. Also in der letzten Session, dann bin ich da schon mal eine Runde gefahren, so auf Deutsch. Ah ja. Weil der große Bass hier hinten nicht dran, das ist ja das Problem. Ja. So. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Mal durch die große Pipe, die wir oben drüber. Das ist so geil, siehst du ja. Ich kann ja hier die Pipe wechseln. Ah, cool. Verlängern halt. Ja, bevor jetzt einer denkt, ey, wie geht das? Geht doch gar nicht. Doch, man kann während der Fahrt das Ding auf- und abstecken. Das geht. Da geht! Da geht! Das geht alles. So. Naja, da häckseln wir mal hier eine Runde rum, wa? Oh, so viel ist es ja gar nicht. Nee, nee. Meisten Sorgen machen wir die Zuckerrüben und die Erdäpfel. Na. Ich meine, die Maschinen können wir uns ohne Probleme leisten, keine Frage, aber... Wo lang fahren damit? Naja, nee, wir nehmen dann ja sowieso erstmal die Kleinen. Jetzt nicht so die großen von Dings hier, die Robas, sondern halt die kleinen Dinger, die können wir uns... Da müssen wir aber halt jetzt die BGR erstmal wegschaffen und dann die BGA verkaufen, weil da kriegen wir ja auch genug Geld raus. So. Wenn das Schneidwerk nicht runterklappen will. Tja, warum klappst du es erst hoch? Warum? Weil ich immer mal auf V komme. Ach so. Ja, ja. V wie Vögel. Vögel? Vögel. Ja, ja. Das N hat sich jetzt hinten dran geschlichen. Eieiei. Ja, ja. So. Dum, da, dum, dum. Wie viel hast du? 95%. Also beide Hänger. 97, 98. Kannst du wegfahren? Ja, wir machen noch voll hier. Voll wohl auch zusammen. 99, stopp. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo muss ich jetzt hin? Der BGA. Das ist einfach, wo beim. Wo der Händler ist, da in der Nähe ist auch die BGA. Wo ist denn der Händler? Da, wo du den Case Rush abgeholt hast. So einfach 200.000 haben wir ja noch. Und wir brauchen, weiß ich, für die Kartoffelerntemaschine. Oh, das ist ja doch teurer wie gedacht. 120.000 für Kartoffeln. Und auch um die 100.000 für Rüben. Nee, das ist falsch. Da muss ich woanders lang fahren. Ja, komplett falsche Richtung. Du hättest rechts rum gemessen. Hier runter. Aber zieht er gut weg hier, die 50.000. Durchs Gestrüpp. Das war eh im Weg. So, jetzt hier irgendwie schön auf der Straße halten, das Teil. Oh, Kurve. Bau den hier solche Kurven noch ein. So, und jetzt, wohin? So, jetzt ist es einfach noch beim Händler halten müssen. Wo da ist hinter. Denn der Händler? Sag mir mal eine Feld, bitte. Macht das PDA groß. Ja. Der Händler ist... Ja. Sehe ich von der Map aus auch nicht. Moment. Zack. Feld 35, 33. Am besten... Ach, da hinten ist die BGA. Ja, das ist auch. Das sind die grünen Hüter. Richtig.
So, wie komme ich jetzt hin? Ich muss hier rechts. Ach du Scheiße, ich muss da in den Weg rein. Du bist Okay. an der Baustelle, oder was? Ne, ich glaube, ich bin an der anderen. Am anderen Hof. Anderen So. Hof. Da muss ich aber ausholen jetzt. So. Eieieiei, so wird's aber, so geht's. Oh, das geht nicht so richtig zur BGR hier, habe ich das Gefühl. Naja. Ah, hier ist eine schöne Wiese. So. Einmal hier rüber mit der Ladung. Ah. Auch da hier durchs geerdete Kommt da Felder mit dem zu. Moped. Da war eine Dachrinne im Weg. Hier musst du gut ausholen, viel Platz hast du hier nicht. Nee, nee, ich krieg das schon mit hier. Schaffen's? Boah. Ja, Tobi, er fährt schaffen's halt nicht. nicht. Das ist das Problem hier, er fährt halt einfach nicht. So. Sieht gut aus. Rechts rum. Ernsthaft? Ja, guck doch Wie selbst. soll ich hier mit zwei Hängern rechts rumkommen? Das ist deine Aufgabe, nicht meine. Oh Mann, ey. Wirklich so eine Puzzle-Map. Oh, Langsam hier fahren. ist Skill gefragt, Junge, hier ist Skill gefragt. Muss ich auf der Waage anhalten? Oh, ne, das geht nicht an. Oh, was ist denn hier schon wieder das Problem, ey? Mein Gott, ey. Ja, ich hab die Lieblingsmap von Dino rausgesucht, die ist schlimmer wie Breitheim, was Kollision angeht, oder? Na, das ist ja wirklich, also. Na, für dich halt, ne? Weil nur Skill. Naja, ist klar. So, wo kann ich das abkippen? Darum, also jetzt rechts rum und dann kriegst du den Verladepunkt. Abladepunkt, halt, ja. So. Einmal alles abkippen hier. Will breit fahren wäre nicht verkehrt, weil das geht nach oben. Macht doch nichts. Schön nur, dass du da nicht gleich wieder runterkommst. Gibt zum Wechsler. Der heizt ja durch die Ware hier durch, wie soll Muss er ich nicht gesehen da müssen? jetzt in, ja, ist doch schon hier so rum. Ach. Wieder so ein Arschlochzaun, ey. So, jetzt aber hier rum. So, und jetzt fahren wir hier Auf wieder über PD. Feld 35. Wo stand jetzt der Häcksler? Welches Feld waren wir gerade? Ach ja, da 28 oder so. So Leute, ja, die Profibauern hier, die dürfen da jetzt nicht zugucken. Das ist halt, naja, it's a game. Ah, hier schön ausholen. Du bist am Feld, ja? Ja. Ach so, ja, genau, hier ging das lang. So. Hallo. Guten Tag. Ah komm, so lange hat es gar nicht gedauert. Denk mal, die nächste Runde voll. Nö. Das ist ja lustig, aber.
Was meinen den Anhänger voll machen? Haben wir jetzt noch Mais irgendwo? Ja, genug. Ach so, das ist ja gut. Warum fährst du nicht einfach? Warum hast du jetzt angehalten? Ich habe nicht angehalten. Das Ding wird in den Kurven ja logischerweise gesehen langsamer. Ja, aber du hast dann angehalten. Hab ich nicht. Heilig. Heilig, ja, heilig habe ich angehalten. Ganz heilig. Hab's gesehen. Ne, meine Freunde, wir sind sowieso erstmal wieder fertig für diesen Paris. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Positive Werte nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss, Sikorski.